Hallo, willkommen zur Kurzandacht aus der Kirche im Kurpark in Bad Salzschlirf. Die Chöre gehören zu den großen Verlierern der Pandemie, denn gemeinsames Singen ist seit mehr als einem Jahr kaum mehr möglich. Ich singe zwar in keinem Chor mit, aber mir fehlt das gemeinsame und frohe Singen im Gottesdienst. Es fehlt mir sehr. Was mir genau fehlt, habe ich bemerkt, als ich bei YouTube auf eine wunderbare Vertonung des Tessé-Liedes Meine Hoffnung und meine Freude gestoßen bin, das ich nur wärmstens weiterempfehlen kann. Ein Zürcher Kirchenchor singt, unterstützt von einer Kindersingschule und einigen Solisten, dieses Lied im Homeoffice, wobei wie bei einem Puzzle die Kameras, die auf die vielen kleinen und großen Sängerinnen und Sänger gerichtet sind, immer neu zusammengeschnitten werden. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Immer wieder wird dieser kurze Text wiederholt. Vorsichtig beginnen die Kinder zu singen und nach stimmen auch die Großen mit ein. Immer froher und voller und mitreißender wird der Gesang. Man blickt in die Gesichter ganz unterschiedlicher Menschen, Frauen und Männer, Alte und Junge, Gediegene und Lässige, Farbige und Weiße. Manche singen mit einem Lächeln im Gesicht, andere ganz inbrünstig und ausdrucksstark, wieder andere ruhig und konzentriert. Der Funke springt bei mir schnell über, ich bin bewegt und ich singe mit. Auch wenn es nur auf und vor dem Bildschirm geschieht. Für einige Momente bin ich Teil einer großen Gemeinschaft von Menschen geworden, die durch frohen Gesang, der von Herzen kommt, ein Zeugnis ihres Glaubens gibt. Und das tut so gut. Nach einigen Minuten jedoch klingt das Lied dann aus. Die Stimmen, auch die Bilder der Sängerinnen und Sänger auf dem Bildschirm werden immer weniger. Am Ende winken noch einige Kinder etwas verschmitzt lächelnd in die Kamera und dann ist der ganze Bildschirm nur noch weiß und der gemeinsame Gesang beendet. Ich hätte noch eine Stunde mitsingen können. Zu unserem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus, der unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Licht und unsere Zuversicht ist, gehört eben auch froher Gesang. Loben zieht nach oben, hat einmal jemand gesagt. Als Jesus sich Jerusalem näherte, fingen seine Jünger laut an, Gott für alle seine Taten zu loben. Einige Griesgrämige wollten sie daran hindern, doch Jesus antwortete ihnen nur, wenn sie schweigen, dann werden die Steine laut schreien. So lesen wir es im Lukasevangelium. Am Sonntag Kantate, dem vierten Sonntag nach Ostern, geht es ganz konkret um den Gesang als Ausdruck unseres Glaubens. Wem das Herz voll ist, dem geht auch der Mund über. An meiner dreijährigen Tochter kann ich das immer wieder schmunzelnd studieren. Jetzt in der Pandemie fehlt mir das gemeinsame Singen. Manchmal versuche ich mich ein wenig schadlos zu halten. Entweder singe ich zu Hause oder im Wald oder eben mit meiner kleinen Tochter zusammen. Und ich freue mich immer mehr darauf, hoffentlich bald wieder mit Ihnen allen zusammen in der Kirche singen zu können. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Amen.